sichtbare Detonationen. Riesige Feuersäulen, wahrscheinlich Tanker. Sofort setzt das Abwehrfeuer der begleitenden Kampfschiffe des Konvois ein. Die Bewacher schießen ziellos aus allen Rohren und werfen Wasserbomben. Über Wasser absetzen und entkommen. Wassereinbruch im Achterschiff. Aber die Schäden lassen sich mit Bordmitteln beheben. Kommandant befiehlt, Volt ausstoßen. Ein Volt ist ein Täuschungskörper, der unter Wasser Gase abgibt. Durch geeignete Manöver in Verbindung mit dem Volt gelingt es, die Zerstörer zu täuschen und abzuschütteln. Der Zug wird mit äußerster Kraft verfolgt. Über Wasser absetzen und entkommt dem Inferno mit äußerster Kraft der Dieselmotoren. Das Boot taucht und verlässt den Konvoi mit der Kraft seiner E-Motoren, die nur schlecht zu orten sind. Operationsgebiet ein Geleitzug, flankiert von Bewachern. Alarm! Brückenwache schließt Turmloch und lässt sich in die Zentrale fallen. Das Boot taucht. Die E-Motoren laufen mit großer Fahrt. Das Boot geht auf die...